Hallo, willkommen. Das ist der Rück- und Ausblick Nummer 2. Mein Name ist Gerhard Oehler. Wir beginnen mit einem Blick auf den Kalender. Also das kommende Monat sollten wiederum diverse Zahlen anstehen. Beginnen tun wir diese Woche oder die kommende Woche mit diversen Banken. Dieser Chart ist sehr interessant, weil er nämlich den Optimismus und auch den Pessimismus zeigt und wir bilden hier ein Extrem aus in Sachen Optimismus. Unter anderem auch diesen Chart zeige ich euch immer wieder, jetzt sind wir da bei 91. Zur Erinnerung, die letzten Male über 90 wird die Sache immer relativ heiß. Am Freitag, da beginnen wir jetzt mit dem Dow Jones und die Indizes, am vergangenen Freitag gab es einen Abverkauf. Wenn man sich das etwas näher anschaut, so ist die entscheidende Frage, hält die untere rote Linie? Wenn nicht, dann ist es ein mega Short-Signal. Ähnliches gilt beim DAX, der ist auf dieser Unterstützung aufgesessen. Ich habe da extra den Future genommen, der bis 22 Uhr läuft. Auch hier gilt die Frage, brechen wir die 13.425, dann schaut schlecht aus. So auch bei der Nasdaq, da haben wir diese rote Linie, über die ich ja schon seit einiger Zeit spreche, seit einigen Wochen, auch diese hat gehalten. Der Volatilitätsindex ist am Boden angelangt. Also spricht alles dafür, dass wir kommende Woche eine Korrektur sehen werden. Auch fundamental ist diese Korrektur gerechtfertigt, unter anderem ein Schwergewicht, nämlich Boeing. Hier sieht man so schön die Schulden, die sich auftürmen, immer höher werden. Trotzdem die Aktie zur Verwunderung aller hält sich noch. Ich gehe aber davon aus, dass irgendwann einmal diese 319 tatsächlich brechen werden. Nun zu einem Technologie-Aktie, eben Apple. Apple könnte tatsächlich die 315 Abonnenten meines Premium-Dienstes, haben ja diese Marke schon von mir genannt bekommen. Dort möchte ich short gehen. Eine Aktie, wo wir schon short sind, ist IBM. Am vergangenen Freitag berührte man diese Linie, also sollte hier nun eine Korrektur anstehen. Nachkauf wäre bei 139, aber da muss der Stop-Loss schon bei 140. Die nächste Aktie, die auch auf der Short-Seite interessant wird, ist Procter & Gamble. Man hat diesen wunderschönen Trendkanal nun verlassen und testet auch von unten her diese Trendlinie. 128 ist mein Notstopp. Jetzt kommen wir zu den Rohstoffen, Indizes und auch natürlich den Bitcoin. Den Anfang macht Gold. Gold hat die 1313 erreicht. Ich habe schon letzte Woche davon gesprochen, dass wir jetzt in eine Korrektur übergehen sollten. Ziel ist 1517. Dann nachher beim Öl gilt das Ähnliche. Auch hier habe ich gesprochen, dass wir bei 63,6 zu shorten beginnen und dann auch den Weg zur Linie nach unten. Und so ist es ja eigentlich gekommen. Nach einer kleinen Korrektur sollte es dann aber noch tiefer gehen. Nun aber der Bitcoin. Der Bitcoin ist ausgebrochen und nach einer kleinen Korrektur, da konnten jetzt die letzten einsteigen, sind wir jetzt am Weg nach oben. Über 8500 kommen die 8700 und Ziel ist ja eigentlich die 11.000, also 10.900 ganz oben. Euro-Dollar geht nach unten, auch das begünstigt jemand, der im Bitcoin drinnen ist, weil er diese in US-Dollar umgerechnet wird. Nun zum Schweizer Franken. Dieser zeigt an, dass etwas im Argen ist, und zwar nicht von seitens der Indizes, denn der Schweizer Franken gilt als Fluchtwährung. Okay, gut. Nun zum Schluss, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ganz, ganz wichtig für den Algorithmus. Und danke fürs Ansehen. Tschüss.